Es war ihr großer Auftritt. Stefanie Weise gehört zu den 5 besten Vattenfall-Azubis, die in diesem Jahr über das sogenannte Arschleder springen durften. Mit dem Sprung schließen Lehrlinge mit besonders guten Leistungen ihre Berufsausbildung ab. Für Steffi immer noch unfassbar. Das wusste ich eigentlich gar nicht vorher. Also ich wurde noch als JAV-Vorsitzende eingeladen und war jetzt überrascht, dass ich springen durfte. Und das eben aufgrund meiner Leistungen. Ich habe mich viel engagiert während meiner Ausbildungszeit und auch jetzt in der IGBC und für die Mitbestimmung im Betrieb. Und als Dankeschön dafür durfte ich dann wohl springen. Den traditionellen Ledersprung gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Auf dem Arschleder waren die Bergleute früher in den Schacht gerutscht. Regelrecht neu dagegen ist der Schleifenbandsprung. Die 112 Azubis des ersten Lehrjahres symbolisierten mit dem Sprung den erfolgreichen Abschluss ihrer 4-monatigen Probezeit. In den vergangenen Jahren hatten wir es früher so gehabt, dass die Probezeit ziemlich sang- und klanglos vorbeigestrichen ist. Und dann war sie halt vorbei und war gut. Und da sind wir dann auf die Variante gekommen, na dann machen wir es anders. Und die jungen Leute, die eben das Ende der Probezeit bestanden haben, dass diejenigen über ein Schleifenband springen. Und so hat sich das dann entwickelt. Durch das Ritual sind die Neulinge jetzt im Unternehmen angekommen. Dass sie in ihrer noch jungen Laufbahn schon solche Wertschätzung erhalten, ehrt die Azubis. Ja, ein sehr gutes Gefühl, gibt Sicherheit und glücklich bin ich natürlich auch. Ist ein sehr angenehmes Gefühl, dass man es nun geschafft hat endlich und jetzt kann die Ausbildung ja hoffentlich positiv weitergehen. Allzu schwierig war es nicht, ich habe einfach gearbeitet. Aber wenn ich fertig war, habe ich sofort nachgefragt, ob es noch mehr gehabt. Man hat, wenn man so 10 Jahre aus der Schule raus ist, ist das ein bisschen schwierig. Aber man hat sich da reingefutzelt. Man hat das ja vorher gewollt, also man hat sich ja damit auseinandergesetzt und ja, alles gut. Trotz der Euphorie, um ein Thema kam man auch an diesem Tag nicht herum. Der bevorstehende Verkauf der Braunkohlesparte. Vorstandsmitglied Michael von Bronck machte noch einmal deutlich, ganz ohne Kohle geht es nicht. Solange es keine Lösung gibt, den Strombedarf in Deutschland zuverlässig und preislich vernünftig mit anderen Energiearten zu erzeugen bzw. zu versorgen, dann schreit bitte nicht heute, tötet ihn, bevor es keine alternativen Möglichkeiten gibt. Und ich bin überzeugt davon, wir können als Partner der Erneuerbaren noch viele Jahrzehnte hier unsere Arbeit tun. Wann und wie der Verkauf abläuft, steht derzeit noch in den Sternen. Die Verkaufsverhandlungen mit potenziellen Investoren laufen derzeit noch. Doch solch engagierte junge Leute wie Stefanie, da ist sich von Bronck sicher, brauchen sich um ihren zukünftigen Arbeitsplatz keine Sorgen machen.